Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die schönsten Geschichten. Wir waren letzte Woche im Playmobil Funpark und haben dort ordentlich geshoppt. Das seht ihr an der großen Tüte. Die Tüte ist randvoll mit Spielsachen. Diese tolle Playmobil Einkaufstasche gab es gratis dazu. Da seht ihr einen Piraten, einen Ritter und eine Prinzessin. Wir haben die Kita Sonnenschein gekauft und ich bin schon ganz gespannt, wie lange wir dafür brauchen, um die Kita Sonnenschein aufzubauen. Hat über 300 Teile, insofern das wird keine einfache Sache. Aber schaut gleich zu. Ja, auf der Vorderseite seht ihr, wie die Kita aussieht, wenn sie aufgebaut ist. Die Kita hat die Nummer 5567 und ist für Kinder von 4 bis 10 Jahren geeignet. Hier seht ihr noch einmal die Rückseite der Kita. Die vielen tollen bunten Aufkleber sind mit dabei. Dann haben wir eine Lehrerin oder eine Kindergartengärtnerin und 4 Kindergartenkinder. Und alles andere seht ihr ja auf der Verpackung. Noch ein wichtiger Hinweis für die Eltern: Die Aufbauzeit soll laut Playmobil ca. 90 Minuten betragen. Ich selber habe jetzt für die Kita Sonnenschein 2 Stunden gebraucht. Es sind insgesamt 394 Teile vorhanden, die zusammengebaut werden müssen. Ja, die Aufbauanleitung von Playmobil 5567 Kita Sonnenschein hat insgesamt 24 Seiten. Jetzt folgt der Aufbau der 24 Seiten im Zeitraffer und ich wünsche euch damit viel Spaß und am Ende werdet ihr dann die fertige Kita Sonnenschein sehen. Viel Spaß! So, das war's auch schon. Die Kita Sonnenschein steht. Übrig geblieben sind jetzt noch ca. 80-90 Kleinteile wie Tassen, Stühle, Tische und so weiter. Aber das müsst ihr nach Belieben selbst dekorieren. Viel Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt.